Ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst, dass dieses Video unfassbar kurz sein wird. Auch wenn ich das schon öfter gesagt habe und es dann doch nicht kurz war, heute habe ich Angst. Denn heute gibt es einen weiteren Part unseres bekannten und allseits geliebten Character Clash Turnier. Explosion. Ja, wir sind mittlerweile schon wieder eine Runde weiter und erstmal um meine Aussage im letzten Video zu revidieren, es kommen jetzt noch mit diesem Video 3 Turniere oder beziehungsweise 3 Runden, bis es in die nächste große Runde geht. Und heute das, ich habe es ja schon im letzten Video mehr oder weniger angeknackst, es ist... Heute geht's um Lori. Lori versus Jesus. Jesus Christ, das kann ja was geben. Aber ich möchte euch jetzt erstmal herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge von... Couch Time. Ja, Character Clash, ne? Wir wissen's, Turnier, schön, Spaß für alle Leute, die neu dabei sind. Wir machen hier Character Clash Turniere, das heißt, wir lassen zwei random ausgesuchte The Walking Dead Charaktere gegeneinander antreten. In unterschiedlichen Disziplinen, einige davon sind, sage ich mal, sehr persönlich, wie zum Beispiel Charakter und ja, wie viel Empathie ich für diesen Charakter empfinde. Und manche Sachen sind einfach, ich sag mal, faktisch ausgelegt. Und ja, heute geht's um Lori und Jesus. Ich habe mal schon mal ein Ranking meiner Lieblingscharaktere gemacht und da war Lori mit dabei und die Platzierung, die sie da eingenommen hat, war eine der, ich nenne es mal eine der schlechteren. Also vielleicht, es kann sein, dass ich Lori nicht mag. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich das Turnier hier aufbauen soll. Wir starten einfach mal rein. Wir starten einfach mal rein und zwar fangen wir mit dem Charakter an sich an. Aber um das Video ein bisschen länger zu ziehen eventuell oder zumindest auf eine normale Länge zu machen, fangen wir mit Jesus an. Jesus ist ein Charakter, der sowohl gleichzeitig einfach unheimlich lustig und aufheiternd ist zum gleichen Teil, aber wirklich irgendwie schon so einen Weg weiter. Schon irgendwie so einen Mentor und irgendwie halt auch jemand, dem man einfach vertrauen kann. Nämlich, ich würde mein Baby in die Hand drücken und sagen, hier, pass mal bitte drauf auf und ich würde ihm vertrauen. Man muss sagen, Jesus' Charakter hat jetzt keine große, extreme Entwicklung durchgemacht. Der ist eigentlich relativ gleich geblieben irgendwo, aber war halt ein rundum guter Charakter, ne? Immer gutherzig, aber auch wenn es mal drauf angekommen ist, musste er halt auch mal ein bisschen die böse Seite rauslassen. An für sich halt charaktermäßig super Top-Charakter. Also dem kann man halt einfach, den kann man nur mögen eigentlich. Meiner Meinung nach, ne? Ja, kommen wir mal zu Lori. Ja, Lori. Loris Charakter ist auf jeden Fall sehr flach. Ein sehr, sehr flacher Charakter. Ich finde es nach wie vor unheimlich scheiße so. Sie dachte, ihr Mann, also Rick, wissen, klar, logisch, ist tot. Sie hüpft mehr oder weniger direkt danach mit Shane in die Kiste. Dann stellt sich heraus, dass Rick doch noch am Leben ist. Sie lässt Shane einfach links liegen und rennt dann wieder zu ihrem Mann zurück und ist dann aber auf Shane sauer und Shane will für Carl da sein und das möchte sie nicht, obwohl das gut wäre und Shane eigentlich ein sympathischer Typ ist, sie ist mehr oder weniger der Grund, warum er so wurde, wie er wurde, dass Rick zwar auch mit im Einfluss, aber irgendwie auch beide und Lori ist nervig und fühlt sich halt einfach halt so als, wie es ja schon öfter erwähnt wurde, als First Lady der Gruppe. Und das ist halt leider so. Sie lässt halt so die dicken Eier raushängen, nur weil sie halt Ricks Frau ist und Rick der Anführer der Gruppe ist. Und ich, boah, keine Ahnung, ich mag sie nicht. Ich mag sie ja ganz und gar nicht. Wie gesagt, ihr Charakter hat keine Tiefe, ist in so vielen Momenten so unsympathisch, weil asozial. Und ich weiß nicht, also ich denke, ich bin nicht der Einzige, der Lori nicht mag. Ich glaube, Lori ist mit einer der meist gehassten Charaktere aus The Walking Dead, wahrscheinlich neben Andrea. Aber ich weiß nicht, ich mag die absolut nicht. Also an dem Punkt könnt ihr gerne schon mal in die Kommentare schreiben. Ne? Lori, was haltet ihr von ihr? Ich sag ganz ehrlich, beim Punkt Charakter, ja, Jesus, dicken, fetten Punkt direkt bekommen. Da diese beiden Charaktere mittlerweile tot sind, gehe ich einfach mal auf den Tod ein und vergleiche die mal. Man muss sagen, rein nüchtern betrachtet ist Loris Tod schon irgendwie ein bisschen gänsehauterregend, weil sie halt mehr oder weniger gestorben ist, um ein neues Leben zu gebären und alles schön und gut und auch, dass Carl sie umgebracht haben muss oder sollte oder hat, ist schon irgendwie Gänsehaut. Wohingegen halt Jesus Tod so plötzlich überraschend kam, dass man im Prinzip gar nicht wirklich verkraften konnte. So, das war so, ach ja, er ist tot. Ja, übrigens, Zombies reden und Jesus denkt sich so, holy shit. Wir sind am Arsch, aber am Ende ist irgendwie, keine Ahnung, also emotional betrachtet fand ich Jesus Tod wesentlich schlimmer, weil ich diesen Charakter auch einfach mehr mag. Aber rein an einer epischen Szene muss man eigentlich sagen, dass Loris Ableben schon irgendwie eine größere Bedeutung hatte als das von Jesus. Klar, Jesus hat auch nur geholfen und wollte helfen im Kampf, aber Lori ist halt gestorben beim Kind zur Welt bringen, so. Ist schwierig. Ich habe irgendwie Bauchschmerzen, um Lori hier einen Punkt zu geben, aber auch um ihn keinen zu geben, habe ich halt auch irgendwie ein ungutes Gefühl, weil, wie gesagt, auf der einen Seite, klar, Jesus halt der gänsehauterregendere Tod. Wie gesagt, Loris Tod hatte halt aber wirklich, keine Ahnung, eine Auswirkung. Das ist das, was ich gesucht habe, eine Auswirkung. Und einfach, um vielleicht schadensfrohen Punkt zu geben, wir geben den Lori hier den Punkt vom Ableben her, aber ich würde
auch gleichzeitig Jesus einen Punkt geben, weil halt sein Tod einfach krank war. Und es war episch mit den Whisperern in dem Moment. Wie gesagt, Loris Tod hatte mehr Gewicht. Definitiv, auch weil es Rick sehr beeinflusst hat, was halt Jesus Tod hat nicht so wirklich viele Leute krass beeinflusst. Kam für mich zumindest so rüber. Deswegen würde ich schon sagen, Loris Tod war schon auswirkungsreicher als von Jesus. Deswegen geben wir ihren Punkt. Aber weil Jesus halt den traurigeren Tod hatte, geben wir ihm auch einen Punkt. Heißt 2-1 für Jesus. Als nächstes würde ich vielleicht auf so ein paar Szenen eingehen, beziehungsweise was so krasse und epische Szenen von den beiden Charakteren war. Gehen wir bei Lori einfach mal darauf ein, dass ich es unfassbar lustig finde, dass ich persönlich finde, ihre epischsten oder besten Szenen waren die, wo sie tot war. Obwohl das halt auch für The Walking Dead Verhältnisse schon sehr, sehr abgespaced war, meiner Meinung nach. Klar, es war irgendwie schon Ricks Verstand, ne? Er hat ihren Geist gesehen, aber das war halt wirklich für The Walking Dead Verhältnisse und da jetzt eine fucking Zombie-Apokalypse war es schon sehr, sehr übertrieben irgendwie. Weiß ich nicht, wie ich es sagen soll. Es war halt sehr untypisch. Ist ja danach auch so wirklich nie wieder vorgekommen, ne? Heißt, sie hat, wie gesagt, für mich beste Momente, als Lori gestorben ist und als Geist da rumgehüpft ist, war für mich am besten bei ihr. Auf der anderen Seite, bei Jesus sind schon ein paar Sachen. Allein sein, wie er eingeführt wird, diese ganze Aktion mit diesem LKW geklaut hin und her und Gekloppe und auf diesem Feldweg und. Mega geil. Ich finde seine 2-3 Sätze, wo sie dabei sind, die Saviors bzw. Sanctuary anzugreifen, finde ich absolut episch. Er trifft alles auf den Kopf, erst recht als er Gregory an den Kopf wirft. Hilltop steht nicht hinter ihm, sondern hinter Maggie. War super episch. Allgemein muss man sagen, sein Kampfstil, wie er kämpft und wie er die Beißer auch tötet, ist halt super cool. Es ist halt so Mixed Martial Arts Style mäßig. Und zu guter Letzt hätte ich dann auch noch eine Szene, die ich wirklich sehr, sehr episch fand. Und das ist halt seine Todesszene. Ich fand überhaupt diese ganze Kampfszene auf diesem, es war ja fast ein Friedhof, was ist ein Friedhof oder irgendwie sowas in der Art, war halt mit ihm super krass episch. Und auch sein Design allein. Ich finde sein Charakterdesign super cool. Mit diesem Ledermantel, mit der Frisur, mit der Mütze auch anfangs, fand ich super geil. Und überhaupt die Tatsache, dass er aussieht wie Jesus und er von seinen Freunden Jesus genannt wird. Und das ist super lustig. Ich finde den Charakter einfach ungewöhnlich gut. Vor allem, weil es ein Charakter ist, der nun mal nicht so viel Hauptrollenenergie hat, sondern ja eher mal so hier und da so wie eine Prise Salz und Pfeffer eingespielt wird. Aber ja, in dem Fall würde ich auf jeden Fall auch den Punkt an Jesus geben. Das ist ja, was eine Frage. Heißt 3-1 für Jesus. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal schon ins 1-1. Ja, einmal nochmal die Regeln, für die, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Wir befinden uns auf einer neutralen Fläche, einem Waldstück, einer Lichtung, einem Parkplatz von mir aus, ist alles egal. Und beide Charaktere, Lori sowie auch Jesus, sind in ihrer Prime, heißt in ihrer stärksten Charakter ausgeführten Rolle, wie sie halt am stärksten waren. Wir gerade überlegen, wie es bei Lori war. Ich habe keine Ahnung. Und wir teilen den ganzen Kampf in 3 Kategorien ein. Einmal dem Nahkampf mit den Fäusten, einmal Nahkampf mit Waffen, aka Messer, Schwert, Machete, was ihr auch immer wollt. Und einmal den Fernwaffenkampf, heißt mit Bogen, Armbrust, Pistole und Gewehr und allem Möglichen. Starten wir beim Faustkampf. Ja, Jesus reißt Lori den Arsch auf. Dermaßen, die weiß gar nicht, wie ihr geschieht und die wird absolut in den Boden, unangespitzt in den Boden gerammt. Heißt, hier geht der Punkt schon mal an Jesus. Im Nahkampf mit Messern, Schwertern, Äxten, Beilen, was weiß ich. Ja, in dem Fall spitzt er Lori ein wenig an und rammt sie dann angespitzt in den Boden. Lori wird keine Chance haben, in keinem Fall. Er kann viel zu gut kämpfen und mit Waffen umgehen. Also geht dieser Punkt auch an Jesus. Gehen wir nun zu Kategorie 3, dem Fernwaffenkampf. Und ja, hier könnte man sagen, vielleicht kriegt Lori es hin, einen Schuss abzusetzen. Aber auch hier würde ich sagen, macht Jesus sie komplett fertig und sie wird durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Und dann unangespitzt in den Boden gerammt. Also geht es 1-1 auch auf Jesus-Konto, was bedeutet, wir hätten einen Endpunktestand von 4-1 für Jesus. Herzlichen Glückwunsch, Jesus, du hast gewonnen. Was eine Überraschung. Ich bin mir fast sicher, es war an manchen Stellen knapp. Aber ja, herzlichen Glückwunsch, Jesus. Nein, hier mal Spaß beiseite. Es war ja von vornherein klar, vor allem wie ich zu den Charakteren stehe, wer gewinnen wird. Aber natürlich soll das ja hier trotzdem irgendwie noch ein bisschen mehr oder weniger lustig, unterhaltsam sein. Man muss natürlich auch sagen, Loris Charakter hat hier auch keine großartige Zeit, sich noch weiterzuentwickeln. Wer weiß, vielleicht, wenn sie am Leben geblieben wäre, wäre sie wesentlich besser gereift. Keine Ahnung, es könnte man wieder zu machen. So, was wäre, wenn Lori noch am Leben wäre? Weil eventuell hätte sie 2-3 Szenen gehabt, die wirklich super gut sind. Das kann man ja nun mal nicht wissen, aber der Charakter, so wie wir ihn jetzt hatten, war einfach schlecht. Und das muss man halt auch irgendwo sagen. Natürlich ist es zum größten Teil meine eigene Meinung. Aber auch in der ganzen The Walking Dead Community hat Lori nicht so viele
Fans. Aber wie gesagt, es war natürlich ein mehr oder weniger unfaires Battle, aber wir haben hier alles random ausgelost. Ergo ist dieser Kampf, ne, zufällig entstanden und es war von vornherein klar, wer ihn gewinnen wird. Also, ne, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, Jesus, du bist in der nächsten Runde und fightest eventuell gegen, ich weiß es gerade nicht, ihr seht wahrscheinlich gerade wieder die Statistik eingeblendet und dann werdet ihr sehen, gegen wen er eventuell kämpfen kann und was auch für nächster Kampf in der nächsten Folge von hier, ne, Character Clash kommen wird. Wann die kommt, weiß ich noch nicht. Je nachdem wird sie auch einfach nochmal länger und vielleicht auch besser ausgebaut als dieser langweilige Scheiß gerade hier. Muss man halt einfach gesagt haben, war ja klar, dass es nicht spektakulär wird, es war ja einfach klar. Aber vielleicht wird es der nächste Kampf und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr jetzt natürlich gerne mal ein Abo dalassen. Und um es anzukündigen, morgen, also am Sonntag, kommt ein Serienreview von einer Serie, die sich eine Zuschauerin gewünscht hat, dass ich mir sie mal angucke. Und dazu werde ich zu Staffel 1 morgen meine Review abgeben und das ist, ich sag mal so, ich nenne den Namen der Serie einfach mal noch nicht, ne, ein bisschen Überraschung behalten. Aber ich sag's mal so, nach der ersten Staffel, finde ich, ist es eine Serie, die auf jeden Fall underrated ist, aber auf der anderen Seite auch eine schwer zu erreichende Zielgruppe hat. Ich habe da schon eine spezielle Meinung zu. Aber ja, das werdet ihr morgen erfahren. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, ne, abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr allgemein Film-, Serien-Reviews und Fakten, Theorien zu allem Möglichen nicht verpassen wollt, beziehungsweise ihr euch dafür interessiert, schaut euch doch gerne mal auf dem Kanal um. Vielleicht findet man hier ein bisschen was euch interessiert. Und wie gesagt, dann könnt ihr auch gerne hier bleiben. Ne? Fühlt euch zu wie zu Hause. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt habe ich schon genug gelabert. Das Video wird sonst noch länger. Hahaha. Wahrscheinlich länger als sowieso schon ist. Ne? Also würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Ich dann wieder selbstverständlich auf derselben alten Couch. Und bis dahin bin ich aber erstmal raus. Ciao.